habe ich jetzt hier schon mal so ein schönes Feld gebaut. Hab sogar noch Kaninchen-Ragout. Boah, das wird lecker schmecken, wenn ich es esse. Hier steht ja, geht dorthin, wo das Gestein zu fließen beginnt und auch gleichzeitig starr ist. Okay. Okay, dann gehe ich da jetzt auch mal hin. Aber zuerst muss ich wissen, ja, wo das ist. Also, wir haben das Buch dort hier gefunden, hier hinten. Und es heißt ja, dass wo das Gestein zu fließen beginnt, aber auch gleichzeitig starr ist. Das wäre ja nur höchstwahrscheinlich da unten. Und hier sind wir wieder, beim Kern. Aber jetzt ist die Frage, wo es ist. Aber ab hier hört er auf. Okay, gut, das heißt dann wohl, ich muss wohl in den Kern. Also, muss ich das jetzt wohl so machen. Immer ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig runter. Boah, das ist ja Lava hier überall. Ich hoffe jetzt gleich nicht, dass der Planet... Da ist was. Boah, das hier gerade alles nur ab, um mal nachzuschauen. Okay, das ist... hier wohl so ein Kreuz. Was hat denn dieses rote Kreuz hier zu bedeuten? Eine Truhe. Okay. Dann gehen wir jetzt der Sache mal auf den Grund und schauen mal, was da drin ist. Knochen, perfekt. Ein Wolf, ich habe doch schon einen. Und noch ein Buch mit Feder. Ich lese mir das jetzt mal durch. Im Mond findest du mehr Antworten. PS, ich habe dir Gesellschaft dagelassen. Damit meinte wohl wahrscheinlich hier den Hund, den er mir dagelassen hat. Oder besser gesagt den Wolf. Und ich frage mich, wie die Kiste das hier aushält. Denn nämlich wir sind mitten im Kern. Aber es kann vielleicht an den Blöcken hier liegen. Dass die vielleicht das hier alles runterkühlen und ich somit dann besser da jetzt, ja, wie soll ich sagen, drankommen. So, dann muss ich auch erstmal gucken, wie ich zum Mond komme. Denn nämlich, ich habe jetzt schlecht eine Rakete oder sowas. Aber zuerst muss ich mich hier drum kümmern, wieder den Kern aufzubauen. Nämlich, das ist hier gerade schon sehr kritisch. Und hoffe, dass der Kern jetzt keine weiteren Schäden hat. Aua, aua, ah, ah, au, ah. Zum Glück habe ich die Schuhe an. Au. Okay. Au. Au. Okay, dann baue ich das jetzt hier mal alles ab und baue jetzt mal hier weiter zu. Au. Aua. So. Der Stein muss weg. Und jetzt bin ich auch endlich oben. Perfekt. Super. Jetzt glaube ich, wird der Kern den weiteren, also jetzt weiter was aushalten. Aber zuerst möchte ich ja jetzt erstmal raus und wieder zu mir. Ich glaube, dieser Tunnel hat, ja, hier rausgeführt. Perfekt. Okay. Ist mittlerweile schon dunkel geworden. Dann geht's jetzt erstmal wieder in Richtung nach Hause. So, okay. Hier glaube ich, ja, hier genau, hier habe ich mich jetzt hochgebaut. Dann bewege ich mich jetzt erstmal hier in Richtung nach da. Hallo Schaf. Und ich glaube, ja, hier, genau, dort muss ich hin. Aber ich lege zuerst das und das hier rein und lege mich jetzt schlafen. Okay. Guten Morgen, guten Morgen. Geh jetzt erstmal kurz ins Wasser, auch mit Rüstung. Dann wasche ich auch noch gleichzeitig die Rüstung mit. Weil ich jetzt komplett voller Ruß bin, wasche ich das jetzt hier mal alles ab. Und leider habe ich hier gerade nichts zum Abtrocknen, also dann hilft Rennen. Aber der hat ja gesagt, im Mond finde ich mal Antworten. Also ich muss erstmal zum Mond kommen und dann dort irgendwie rein. Vielleicht. Oder höchstwahrscheinlich muss ich dann irgendwas finden.
wenn es halt eben dann nach oben zu kommen. Denn nämlich, ich kann mich jetzt ja nicht so einfach, also einfach irgendwie nach oben bauen oder so. Vielleicht schon, aber dann wäre der Turm sehr instabil. Also ich muss da schon irgendwie hochfliegen. Okay, also ich habe ja schon gesagt, dass ich sowas wie ein Fach brauche. Da könnte ich vielleicht das Flugzeug umbauen, aber sicher ist es nicht, ob das Flugzeug das ja noch alles aushält. Das ist ja auch nochmal die Frage. Das ist auch noch die Frage. Aber zuerst packe ich das alles hier rein, die Bücher. Das nehme ich noch mit, das Neueste, was ich jetzt gerade noch habe. Und die Knochen, die lasse ich auch hier. Der Rest, okay, der bleibt dann mal hier. Dann, weil ich habe hier schlecht auch noch Bücher. Im Flugzeug, vielleicht gibt es da irgendwie eine Anleitung für was. Dann muss ich es jetzt leider wohl kaputt machen. Ja, leider. Das ist was. Ich habe nur einen Trank. Also etwas Medizin. Ein Keks, Feuerkugeln, eine Leiter, eine Lederjacke, Holzschaufel und ein Buch. Ich glaube, ja, da steht auch nicht wirklich was drin. Es ist wahrscheinlich nur irgendein Buch gewesen, vielleicht das Logbuch des Captains über diesen Flug. Aber leider wird er jetzt auch nicht zurückkommen. Und ich habe ja auch leider keine Bücher. Aha, ich habe doch das Haus gefunden. Also das dort unten. Ist hier auch noch gerade was? Weil nämlich das sieht auch mir stark danach aus. Aha. Hier ist einfach mal ein Haus. Das Holzhaus. Da gab es ja sowas ähnliches wie eine Bibliothek. Oder besser gesagt, ein Bücherregal habe ich dort gesehen. Also würde ich mal sagen, da gehe ich jetzt mal nach unten. Das sind nämlich auch jetzt die Flugzeugteile, die muss ich, oder würde ich sagen, die musste ich noch behalten. Oder müsste ich noch behalten. Und gehe dann jetzt mal auch da runter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Haus unbedingt war, aber komm, da esse ich jetzt mal ein paar Fische. So, und das Schaf muss ich ja auch noch bald füttern. Hier unten war jetzt nicht wirklich was. Das sind ja die Häuser gewesen. Aber hier, ja genau, hier war das Holzhaus. Dann bewege ich jetzt mich mal runter. Und schaue jetzt mal nach, was ich dort so... Oha. Au. Ah. Das war knapp. Au. Aua. Was ich da jetzt so finde. Okay, das ist dort. Ich muss trotzdem noch aufpassen, dass ich jetzt nicht hier irgendwo runterfalle. Ja genau, hier habe ich mir den Eingang gebaut. Ich sehe jetzt hier auch leider gerade kein Buch, was mir irgendwie weiterhelfen kann. Ja, nicht wirklich eins. Oder vielleicht. Vielleicht. Weil hier unten ist da irgendwie dunkel. Vielleicht ist ihm ja eins runtergefallen oder so. Da ist einfach mal was. Also eine Truhe. Und ein Buch. Raketen und Flugzeuge. Das ist genau sowas, was ich gesucht habe. Dann, ja, jetzt habe ich noch ein E dazu geschrieben. Dann setze ich mich mal aufs Bett und schaue es mir mal an. Ach komm, das. Und jetzt steht hier Raketen. Dazu gemacht, um in den Weltraum zu fliegen. Braucht eine sehr starke Energiequelle. Braucht Starthilfe. Flugzeuge sind zum Fliegen innerhalb der Atmosphäre gedacht. Starten von selbst, halten viel aus. Also ich bin mit einem Jet geflogen, also der müsste eigentlich viel aushalten. Also dann würde ich mal sagen, hier habe ich noch was gelassen, das nehme ich dann nochmal mit. Dann sage ich mal, dann gehe ich jetzt mal nach oben und gucke mir das Flugzeug an. Dann nehme ich das war, soweit ich weiß, ein Jet. Doch ich weiß jetzt nicht unbedingt, welcher das war. Und ich weiß auch nicht, ob er, wenn ich jetzt diese Idee habe, weil ich bin jetzt kein gelernter Flugzeug- oder Raketenbauer oder habe irgendwo anders auch in diese Richtung gearbeitet. Also das weiß ich nicht, weil nämlich
Für mich klingt das gerade so im Buch, als wäre es möglich, dass ich mein Flugzeug umbauen könnte, um da jetzt zum Mond zu fliegen. Das wäre vielleicht eine gute Idee, doch sicher bin ich mir nicht. Denn nämlich, das ist ja eigentlich nur, also der Rumpf hier, wo man drin sitzen sollte, den könnte ich eigentlich aufstellen oder versuchen aufzustellen oder ab oder halt eben auseinanderbauen und nach oben bauen. Und die Triebwerke, die sehen mir nur danach aus, als wäre hier jetzt nicht wirklich was. Mit dem außer hier eins ist kaputt. Das müsste ich dann wohl reparieren. Okay, hier ist noch der Boden kaputt. Und hier hinten ist halt eben die Truhe. Und noch relativ viel Platz. Denn nämlich ist ja ein Jet. Ich bin alleine geflogen. Der Pilot ist höchstwahrscheinlich verstorben oder ist herausgesprungen. Ich weiß es nicht mehr. Ich wurde ohnmächtig auf dem Flug. Also, eine Idee wäre es ja schon. Denn zusammensetzen die eine Sache, ausprobieren die andere. Ich habe etwas Angst, wenn ich da jetzt nach oben müsste. Weil nämlich so einfach komme ich da jetzt nicht hoch. Und das wäre jetzt die einzige Möglichkeit für mich. Ja, und du hast gut reden. Du musst was nicht machen. Ach, ich versuche ja, uns hier beide wegzubekommen. Ja. Ich bin ja nicht sauer auf dich. Nur etwas ängstlich gerade. Da wird man panisch. Okay, dann sage ich jetzt erstmal, die beiden Bücher behalte ich jetzt erstmal. Die Rosenblätter tue ich hier rein. Genauso auch wie diese Stoffe. Vielleicht können die mir noch behilflich sein beim Flugzeugbau. Wer weiß. Wer weiß. Dann nehme ich Treibstoff. Weiß nicht, ob das jetzt funktionieren würde, denn ich müsste mir jetzt einen kompletten Plan entwerfen. Und das würde ja auch noch Zeit in Anspruch nehmen. Die Zeit habe ich ja, aber es ist immer noch die Frage, ob es funktioniert. Denn nämlich Flugzeuge tankt man eigentlich mit Kerosin und Raketen auch mit einer Art Kerosin, aber sie ist anders gemischt. Also weiß ich nicht, ob ich hier überhaupt Kerosin finde. Erstens und zweitens, wenn ich einen Treibstoff hätte, dann wäre es einfach nur flüssige Magma oder Kohle, die ich dazu verwenden könnte. Aber das wird sich vielleicht noch herausstellen, je nachdem, wie viel ich auch davon finde. Also dann werde ich mich wohl dann jetzt gleich an die Arbeit machen, um hier zum Planeten zu fliegen.